Ich rufe dann auf den Punkt 56, Antrag der Fraktion der CDU betreffend eine Aktuelle Stunde, Hessen, dank Kardinal Lehmann, 1933/94. Das Wort hat der Abg. Tobias Udde. Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Am vergangenen Montag, Pfingstmontag, fand ein freudiges, aber auch etwas wehmütiges Ereignis statt. Freudig war die Tatsache, dass Kardinal Lehmann, Bischof von Mainz, seinen 80. Geburtstag im Kreise vieler Freunde und Vertreter aus Staat und Gesellschaft feiern konnte und dass man Rückblick halten konnte auf eine eindrucksvolle Lebensleistung. Gleichzeitig markierte diese Feier aber auch das Ende einer fast 33-jährigen Amtszeit, und dies stimmt dann doch ein wenig wehmütig. An dieser Stelle sei daran erinnert, und jetzt heißt es tapfer sein, liebe Rheinland-Pfälzer, dass das Bistum Mainz zum überwiegenden Teil ein hessisches Bistum ist und somit Kardinal Lehmann in erster Linie ein hessischer Bischof war. Daher ist es mehr als angemessen, dass der Hessische Landtag mit dieser Aktuellen Stunde seinen Dank und Anerkennung für die Leistungen von Kardinal Lehmann zum Ausdruck bringt. Wir sind dankbar für sein jahrzehntelanges engagiertes Wirken als Seelsorger, Bischof von Mainz und Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz. Kardinal Lehmann ist ein Brückenbauer. Er baut Brücken zwischen den christlichen Kirchen. Er baut Brücken zu anderen Religionsgemeinschaften. Er verbindet hohe theologische Gelehrsamkeit mit sympathischer Volkstümlichkeit. Als Mitarbeiter des berühmten Theologen Karl Rahner nahm er am Zweiten Vatikanischen Konzil teil. Darauf folgte eine beachtliche Universitätskarriere. In seinem Bischofsamt wirkte er als durchaus kritischer, aber auch verständnisvoller Partner der Politik. Er pflegte den Dialog mit den Politikern, aber wusste auch um die Nöte des politischen Alltags. Gespräche mit ihm über Gott und die Welt sind ein Genuss. Beim Auftreten gegenüber der Landesregierung achtete er stets auf einen engen Schulterschluss mit den evangelischen Kirchen. Nach seinem Amtsverständnis hat ein Bischof auch Verantwortung für die Gesellschaft. Das Bistum Mainz engagiert sich im Bereich der Kinderbetreuung, Sozialstationen und der Seniorenbetreuung und auch in vielen anderen Bereichen. Es ist ein verlässlicher Partner im Bereich der Sozialpolitik. Es ist kein Geheimnis, dass Kardinal Lehmann in manchen Fragen mutiger voranschreiten und stärker in die Gesellschaft hineinwirken wollte. Ich denke da z.B. an das Thema Schwangerenberatung, wo er sich mit seinen Überzeugungen nicht durchsetzen konnte. Aber auch so mancher Verdruss, der mit einem so hohen Amt verbunden ist, ließ ihn nie auf Dauer seinen Humor verlieren. Herzhaft kann er über sich selber lachen. Schließlich konnte auch Rom seinem Charme nicht widerstehen und verlieh ihm, nachdem er bereits 18 Jahre Mainzer Bischof war, die Kardinalswürde. Zweimal nahm er an der Wahl eines Papstes teil. Und ich glaube, mit dem jetzigen ist er sehr zufrieden. In diesen Tagen wird besonders das erneute große Engagement des Bistums bei der Integration von geflüchteten Menschen deutlich. Das Bundesland Hessen kann beim Rückblick auf seine 70-jährige Geschichte durchaus dankbar sein für die Integrationsleistung der katholischen Kirche, sei es bei der Integration von Heimatvertriebenen, von sogenannten Gastarbeitern
oder Spätaussiedlern. Und auch jetzt können wir von der Verwurzelung der katholischen Gemeinden in den Dörfern und Städten bei der neuen Integrationsaufgabe profitieren. Die CDU ist eine Gründung, eine Union aus katholischen und evangelischen Christen. Deshalb schätzen wir besonders sein Engagement für die Ökumene. Auch Hessen als Kernland der Reformation wird die 500. Wiederkehr der Reformation im nächsten Jahr in einem Zustand begehen der lebendigen und aktiven Ökumene, wie es vielleicht in den vergangenen 500 Jahren nie denkbar gewesen wäre. Gerne erinnere ich mich an den Besuch von Kardinal Lehmann im Hessischen Landtag. Seit 2009 organisieren Landtagsabgeordnete am Mittwoch einer Plenarwoche morgens früh eine Andacht. Ich weiß, für manche ist es zu früh. In der Regel nehmen etwa 20 Besucher daran teil. Am 12. Dezember 2012, als Kardinal Lehmann uns besuchte, waren allerdings 62 anwesend, und wir brauchten einen größeren Raum als sonst. Oder Sie müssen trotzdem zum Schluss langsam kommen. Schluss. Wir danken Kardinal Lehmann für seinen Dienst zum Wohle der Menschen und wünschen ihm einen erfüllten Ruhestand. Über Besuche im rechtsrheinischen Teil seines Bistums werden wir uns immer freuen. Vielen Dank, lieber Kollege Tobias Udde. Das Wort hat nun der Kollege Wagner, Fraktionsvorsitzender BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Kardinal Lehmann hatte sich als Laudator zu seinem 80. Geburtstag den Präsidenten des Europäischen Parlaments, Martin Schulz, ausgesucht. Martin Schulz hat seine Laudatio unter die Überschrift gestellt, Orientierung in Zeiten der Orientierungslosigkeit. Ich glaube, ein besseres Motto, ein besserer Laudatio konnte sich Kardinal Lehmann nicht aussuchen als Orientierung in Zeiten der Orientierungslosigkeit. Denn genau das ist Kardinal Lehmann in den vielen Jahrzehnten seines Wirkens gelungen. Er hat vielen Menschen Orientierung gegeben, er hat ihnen Halt gegeben und hat damit einen ganz wesentlichen Beitrag zum Zusammenhalt unserer Gesellschaft geleistet. Man muss nicht gläubig sein, man muss nicht katholisch sein, und man darf beileibe natürlich Kritik an der katholischen Kirche haben. Und dennoch können wir und sollten wir und tun wir das heute ja auch das Wirken von Kardinal Lehmann würdigen. Es sind die Kirchen, die einen Beitrag zum Zusammenhalt unserer Gesellschaft leisten. Und wenn wir als Politik über Religion reden, müssen wir immer darauf hinweisen, dass auch in Religion die Gefahr des Missbrauches und der Verleitung liegt. Aber vor allem liegt darin die große Chance der Orientierung, Menschen Halt zu geben und zum gesellschaftlichen Zusammenhalt beizutragen. Und in besonderem Maße ist dies Kardinal Lehmann gelungen. Und dafür, glaube ich, dankt ihm das ganze Haus für seine Arbeit, die er dort geleistet hat. Er hat vielen Menschen Orientierung gegeben, aber er hat auch seiner katholischen Kirche oft Orientierung gegeben. Und er hat auch Debatten mit seiner katholischen Kirche geführt. Er war ganz maßgeblich jemand, der die Ökumene vorangetragen hat, weshalb es vielleicht auch ein ganz schönes Zeichen ist, wenn heute ein Mitglied der evangelischen Kirche den katholischen Kardinal würdigt. Er hat sich für geschiedene Wiederverheiratete eingesetzt, ein in der katholischen Kirche sehr schwieriges Thema. Auch hier kam Kardinal Lehmann von dem Gedanken, für die Menschen einzustehen und Glauben für die Menschen erfahrbar zu machen und auch die Probleme, die Menschen mit ihrem Glauben haben, zu adressieren und etwas für die Menschen zu tun und den Glauben und die Lehre der Kirche an die Menschen heranzubringen. Das hat er in ganz besonderem Maße gemacht, als es um die Schwangerschaftskonfliktberatung gegangen ist.
Da hat er gesagt, meine Kirche, die Kirche von Kardinal Lehmann, darf Frauen in einer so schwierigen Situation nicht alleine lassen und hat sich da auch mit seiner Kirche, mit dem damaligen Papst angelegt. Und dieses Engagement für Menschlichkeit, für einen Glauben, der von den Menschen und der Lebenssituation der Menschen herausgedacht ist, gebührt dem Kardinal großer Dank, meine Damen und Herren. Auch wenn es um den Einfluss von Frauen geht, hat er immer in der katholischen Kirche geht, hat er immer seine Stimme erhoben. Und auch wenn es um Schwule und Lesben geht in der katholischen Kirche, war Kardinal Lehmann immer jemand, der gesagt hat, denkt den Glauben, denkt die Orientierungslehre, die unsere Kirche, die die katholische Kirche gibt, immer von den Menschen, denkt es von der Liebe der Menschen, die Menschen einander spenden, und gebt Antworten, mit denen die Menschen auch etwas anfangen können, mit denen sie sich identifizieren können und dann auch mit ihrem Glauben identifizieren können. Orientierung in einer orientierungslosen Zeit, das ist der Titel der Laudatio auf Kardinal Lehmann. Wie zutreffend das war, hat man gespürt, wenn man am Pfingstmontag in Mainz war, bei den Feierlichkeiten zum 80. Geburtstag. Und man kommt dann auf den Domplatz und sieht, da ist eine Großbildleinwand aufgebaut, vor dem Dom. Und da sind ganz viele Plätze auf diesem Domplatz aufgebaut für Bürgerinnen und Bürger. Und diese Plätze sind nicht nur aufgebaut, sondern die sind auch voll besetzt. Und es geht nicht um ein Konzert, um den Auftritt eines Popstars oder sonstigen Stars, sondern es geht darum, dass viele Menschen der Zivilgesellschaft in Mainz an diesem 80. Geburtstag teilhaben wollten, weil sie ihrem Kardinal, egal ob sie gläubig sind, egal ob sie katholisch sind, egal ob sie in der Kirche sind, Danke sagen wollten für den Beitrag zur Zivilgesellschaft. Und diesen Dank und dieses Signal der Wertschätzung hat Kardinal Lehmann verdient. Und es ist gut, dass wir im Hessischen Landtag das heute auch noch einmal gesagt haben. Weil diese Arbeit muss man würdigen. Wir brauchen in unserer Zeit Menschen und Institutionen, die die Gesellschaft zusammenhalten, und weniger Personen und Institutionen, die diese Gesellschaft spalten wollen, meine Damen und Herren. Vielen Dank, Kollege Wagner. Das Wort hat die Frau Abg. Nicola Beer, FDP-Fraktion. Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Ich muss sagen, ich habe mich dieses Jahr ganz besonders auf den Pfingstmontag gefreut, auch wenn ich zugegebenermaßen als überzeugte Protestantin diesen noch nie in einer katholischen Messe und schon gar nicht einem Dom gefeiert habe. Das teile ich offensichtlich mit dem Kollegen Matthias Wagner. Aber es war für mich ein besonderes Kompliment, persönlich eingeladen gewesen zu sein zu dieser Geburtstagsfeier, die dann, wie ich finde, etwas traurig auch ein Abschied aus dem aktiven Amt des Bischofs und Kardinals von Karl Kardinal Lehmann ist und war. Einfach deswegen, weil es mir ganz persönlich, aber auch den Freien Demokraten insgesamt ein Anliegen war, nicht nur zu gratulieren, sondern auch Dank zu sagen für ein, wie ich finde, beeindruckendes, für uns alle nachher in seiner Auswirkungen, seiner Beeinflussung und mögen sie manchmal bei dem einen oder anderen auch nur indirekt gewesen sein, wichtiges Lebenswerk. Und neben all den Punkten, die die Kolleginnen und Kollegen hier jetzt schon aufgeführt haben, steht für mich in all den Begegnungen, in all den Gesprächen mit Karl Kardinal Lehmann eigentlich eins im Mittelpunkt, das für mich auch in Erinnerung bleiben wird, dass er einfach ein großartiger Mensch ist. Ein Mensch sicherlich mit unglaublich vielen Facetten, ein herausragender Theologe, blitzgescheit, dem man im Blitzen in den Augen ansieht, welche Freude er am intellektuellen Diskurs hat, nicht nur, aber gerade auch, wenn es um Glaubensfragen geht. Glaubensfragen, die er als Wissenschaftler, als Theologe häufig an der Grenze, an dem Spannungsfeld zwischen Wissen und Glauben nachher doch immer wieder den Glauben als Basis und Ergebnis stehen lassen. Ein Mann, der überzeugter
Kirchenmann war als Christenmensch. Aber Kirchenmann in dem Sinne, und das ist ja auch schon angeklungen, dass er auch deutliche Worte fand, dort, wo er Missstände ausmachte in seiner Kirche, in der Beharrungskraft dieser Institution und genau deswegen, glaube ich, auch beharrlich versuchte, Reformen in der katholischen Kirche voranzutreiben, um aufgrund der Anpassung, nicht der Auslieferung, aber durchaus des Einbeziehens der aktuellen Lebenswelten von Menschen, diesen auch weiter Raum und Heimat in ihrer, in seiner Kirche zu bieten. Und damit wurde er vielfach Hoffnung für einzelne Gruppen und Menschen in der katholischen Kirche, Frauen, Geschiedene, Homosexuelle, aber auch für uns, die wir anderer Religionsgemeinschaften angehören, zum Beispiel im Hinblick auf die Fragen der Ökumene. Und ich fand es immer wieder beeindruckend, in welcher Balance er auf der einen Seite Widerständen nie aus dem Weg gegangen ist. Und ich glaube, gerade die Zeit des deutschen Papst Benedikts hat es ihm da ja nicht sehr einfach gemacht, diese Reformen zum Erfolg zu führen, aber auf der anderen Seite diese Widerstände auch ausgehalten hat, ohne jeweils zum Revoluzzer zu werden. Er setzte auf dem Weg des langen Atems, der letztendlich ja in kleinen Schritten auch immer wieder zum Erfolg geführt hat. Und gerade jetzt auch wieder die aktuelle Diskussion um das Diakoninnenamt lässt bei vielen auch außerhalb der katholischen Kirche Hoffnung aufkommen, dass sich in nächster Zeit und dann darüber hinaus in weiteren Schritten diese Reformen bahnbrechen werden. Er war aber auch immer und ist weiterhin, finde ich, ein Mann der Verständigung, nicht nur zwischen den Religionen, aber auch da. Ich möchte aus persönlichem Erleben daran erinnern, wie sehr er uns geholfen hat bei den Diskussionen um die Einführung des islamischen Religionsunterrichts in unseren hessischen Schulen. Er war eine große Hilfe, weil er aus seinem Glauben heraus mit uns die Überzeugung teilte, dass der eigene Glaube, und mag es dann eben der muslimische oder ein anderer sein, die Wertebasis vermittelt, Stütze ist und Orientierung gibt. Und es daher im Interesse von uns allen, mögen wir religiös sein oder nicht, im Interesse von uns allen liegt, dass auf der Basis solchen Wissens und solcher Toleranz und nicht auf der Basis von Verführung und Verblendung eine solche Orientierung geschieht und gegeben wird. Und er war selbstbewusst genug, aus dieser Überzeugung heraus, dann auch die Verantwortung der Religionsgemeinschaften, auch der muslimischen, für eine solche Entwicklung anzumahnen, eben Orientierung und Werte zu vermitteln und nicht Extremismus. Dass der Mensch Orientierung braucht in einer komplexen, in einer sehr schnellen, in einer schnell auch zur Überforderung führenden Welt, das war für ihn und ist für ihn, denke ich, auch jenseits seines Amtes weiterhin die Basis dafür, nicht nur immer wieder auf die Richtschnur unseres Handelns zurückzukommen. Gerade jetzt auch wieder sehr aktuell in der Frage des Umgangs, des humanitären Umgangs mit Flüchtlingen, mit Fremden. Frau Kollegin Beer, Sie müssen zum Schluss kommen. Und der entsprechenden Unterstützung, sondern diese Orientierungsgebung auch anzumahnen, auch bei uns in der Politik. Und ich fand es beeindruckend, wie er uns immer wieder wichtige, schwierige, teils auch schmerzliche Fragen gestellt hat, um genau dies über die Tagesaktualität als wertvoller Ratgeber für Politik und Wirtschaft zu machen. Und Herr Präsident, lassen Sie mich ganz zum Schluss noch einmal sagen, ich denke, die Wurzel all dessen war sein Interesse, seine Liebe für die Menschen. In seinem Bistum darüber hinaus, seine Volkstümlichkeit ist schon erwähnt worden. In dem Sinne war er guter Hirte, ein Bischof im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich fand es beeindruckend, und es haben nicht alle an dieser Geburtstagsfeier teilgenommen, aber ich fand es beeindruckend, wie sehr er im Hier und Jetzt lebt. Sein Geburtstagsgeschenk war eine Webcam, hoch oben über dem Mainzer Dom.
Frau Kollegin, hoch oben. Es geht um den Kardinal, aber ich würde Sie wirklich bitten, jetzt zum Schluss zu kommen. Ich wollte nur sagen, der Kardinal wird mit der Karlscam auch weiterhin den Überblick über die Menschen, über sein Bistum behalten. Und deswegen herzlichen Dank auch seitens der Freien Demokraten für einen großartigen Menschen. Also waren wir jetzt sehr großzügig mit der Redezeit, aber da es ja um unseren Kardinal geht, können wir das ja machen. Der Kollege Hermann Schaus ist der Nächste, Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich danke der CDU zunächst für diese Aktuelle Stunde. Bietet sie mir doch die Möglichkeit, auf die Arbeit unserer Landesarbeitsgemeinschaft Linke Christinnen und Christen aufmerksam zu machen in der Partei in Hessen, der ich selbst auch angehöre. Manche nennen unsere LAG auch die roten Beten. Kardinal Lehmann ist auch für uns ein Mann des Dialogs. Er war und ist stets Brückenbauer, daraufhin hat Herr Utter schon hingewiesen, und steht für ein weltoffenes, lebensbejahendes Christentum. Innerhalb der katholischen Kirche gehört er sicherlich zum liberalen Flügel, der stets auf Dialog gesetzt hat. Besonders hervorheben möchte ich auch sein intensives Engagement für die Ökumene. Als erster Katholik ist er dafür auch mit der Martin-Luther-Medaille, eine Auszeichnung der evangelischen Kirche, geehrt worden. Ich erinnere mich noch sehr gut daran, dass es Kardinal Lehmann war, der angesichts des drohenden Ausstiegs der Kirche aus der Schwangerschaftsberatung an das Gewissen jedes einzelnen Bischofs appellierte. Konsequent beharrte er auf der Position der Bundesdeutschen Katholischen Kirche, nicht aus der Schwangerschaftskonfliktberatung auszusteigen, bis in Rom dann leider anders entschieden wurde. Als andere Kirchenmänner und Politiker sich noch jeder Begegnung oder Gespräch mit den Linken verweigert hatten, hatte er Gregor Gysi und Oskar Lafontaine zum Gespräch eingeladen. Doch er kennt auch Grenzen. Unmissverständlich hat er anlässlich seiner Verabschiedung vor wenigen Tagen klargestellt, dass er mit der AfD kein Gespräch führen würde. Der Grund? Das Grundmuster der Partei und das nationalistische Gerüchlein sei ihm zu groß. Damit bestätigte er die Grundlinie auch des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, das die AfD vom Katholikentag in Leipzig ausgeladen hat. Als Liberaler tut sich Kardinal Lehmann aber auch manchmal schwer mit den neuen Tönen in Rom. Das zeigt sich z.B. auch an seiner Einschätzung der klaren Worte, die Papst Franziskus zum Kapitalismus fand. Wir leben in einem Imperium des Geldes, sagte der Papst Franziskus zu Recht. Und ich darf zitieren: Wir sagen Nein zu einer Wirtschaft der Ausschließung und der sozialen Ungerechtigkeit, wo das Geld regiert, anstatt zu dienen. Diese Wirtschaft tötet, diese Wirtschaft schließt aus, diese Wirtschaft zerstört die Mutter Erde. Soweit das Zitat des Papstes. Leider versuchte Kardinal Lehmann, diesen klaren Aussagen des Papstes danach zu relativieren. Man müsse den Papst mit diesen Worten auf dem Hintergrund seiner lateinamerikanischen Erfahrung verstehen. Doch Deutschland sei anders. Die Kritik des Papstes am Kapitalismus sei wohl nicht wirklich auf bundesdeutsche Verhältnisse übertragbar, meinte er. Das sehen wir als LINKE anders. Da sind wir inhaltlich eher beim Papst. Dennoch ist Kardinal Lehmann im positiven Sinne stets ein Liberaler geblieben, einer, der den Dialog sucht, der Argumente ohne allzu große ideologische Scheuklappen vor seiner Entscheidung und Positionen setzt. Wir danken ihm für sein langjähriges, engagiertes Wirken in Kirche und Gesellschaft und wünschen ihm persönlich alles Gute.
Vielen Dank, Kollege Schaus. Das Wort hat der Abg. Ernst Ewald Roth, SPD-Fraktion. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Was die Kolleginnen und Kollegen vorweg gesagt haben, ist alles richtig. Aber eine Feststellung: Der Kardinal lebt noch. Und deshalb an der Stelle nicht als Erstes der Nachruf, sondern ein Element, und das kann ich aus den vielen, vielen persönlichen Begegnungen mit ihm sagen, darf, wenn man ihn würdigt, nicht zu kurz kommen, und ist sein grenzenloser Humor. Ich muss nicht wiederholen, was gesagt worden ist. Deshalb von diesem Zugang her ein paar Gedanken zu ihm. Richtig ist, dass er gewünscht hat, dass Martin Schulz einer der Laudatoren ist. Und er hat ihm geschrieben, reden Sie bitte nicht über mich. Ich will diesen Versuch machen und mache Anleihe bei meinem Namensvetter Eugen Roth. Ein Mensch nahm guten Glaubens an, er hätte das Äußerste getan. Doch leider Gottes vergaß er nun auch noch das Innerste zu tun. Wenn man Karl Lehmann richtig beschreiben will, dann trifft dieses Wort von Eugen Roth wunderbar auf ihn zu. Bei allem, was er gemacht hat, er ging ja nun wirklich in seinem aktiven Dienst bis an die Grenzen, auch die Grenzen seiner Gesundheit. Das alles war zu spüren am vergangenen Montag. Aber nicht zu leugnen ist, wie ist das mit dem Innern? Aus welcher Haltung heraus hat er das getan? Und das, glaube ich, ist das, was ihn maßgeblich auszeichnet. Und er selbst, wir sollen ja nicht über ihn reden, dann lassen wir ihn sprechen, hat in der Antwort auf die Laudatio gesagt, was ihm wichtig ist, und hat als ersten Punkt genannt den Menschen und das Menschenbild. Und wer seine Veröffentlichungen kennt, weiß, dass es da um den armen Menschen geht, den Mensch in seiner Armut, so wie Victor Hugo es beschrieben hat in Les Miserables, die Elenden. Und für Karl Lehmann ist klar, wenn man sich diesen Menschen zuwendet, dann muss man nicht, das hat er immer betont, aber dann darf man am Ende, und das war dann sein zweiter Punkt, auch nach Gott fragen, und das heißt Theologie betreiben. Und immerhin hat er 4.800 wissenschaftliche Veröffentlichungen auf den Markt gebracht. Ich komme zurück auf meine Eingangsbemerkung. Hier in nächster Nachbarschaft gegenüber auf dem Schlossplatz bin ich mit ihm in den Andechser gegangen. Und es war bekannt, dass wir dorthin kommen. Deshalb stand die Crew des Hauses an der Tür, um ihn zu begrüßen. Auffallend war, dass er zunächst zum Küchenpersonal und zum Service ging und danach die Geschäftsführung begrüßt hat. Und ehe er ins Haus reinging, und das ist nicht despektierlich, sagte er, ich hätte gern zwei Weißwürste mit einer Brezel und ein Weißbier und dann die Speisekarte, damit ich mir in Ruhe etwas zu essen aussuchen kann. Das ist es, glaube ich, für den Menschen eintreten und dabei das Leben nicht vergessen. Ich danke Ihnen. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank, lieber Herr Kollege.
Ernst Ewald Roth. Das Wort hat der Ministerpräsident. Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich möchte auch seitens der Landesregierung das Wirken von Kardinal Lehmann auch heute hier gerne ein wenig beleuchten, nicht als Nachruf, sondern als Zwischenruf und als Würdigung. Ich hatte bei dem Festakt Gelegenheit, für unser Land zu sprechen, und deshalb halte ich mich bewusst kurz. Ich freue mich, dass eine der seltenen Gelegenheiten heute Morgen zu bewundern ist, dass das ganze Haus, das ja sonst, wie so schön heißt, meinungsstark ist und selten einig, die seltene Situation erleben darf, dass nicht nur an den Gräbern, sondern sogar noch Lebende eine einhellige Würdigung erfahren. Allein das zeigt, welch außergewöhnliche Persönlichkeit wir zu würdigen haben. Ich tue das namens der Hessischen Landesregierung, und ich sage ganz bewusst auf vieler Vorgängerregierungen. Sie wissen, dass es in Hessen eine Tradition gibt der regelmäßigen Gespräche der Landesregierung mit den Bischöfen des Landes und den Kirchenpräsidenten. Und Kardinal Lehmann, ich glaube, das wird niemand mir übel nehmen, war immer so etwas wie der Primus in der Pares dort. Und da ich über 30 Jahre das selbst erlebt habe, könnte ich über vieles berichten. Und aus ganz persönlichen vielen Begegnungen kann ich das unterstreichen, was hier gesagt wurde. Er ist eine ganz außergewöhnliche Erscheinung, eine Begabung, und er hat die Fähigkeit, seine Begabungen nutzbar zu machen zum Segen vieler Menschen. Exzellente wissenschaftliche Brillanz, bischöfliche Autorität hat er scheinbar mühelos verbunden mit gelebter Bodenständigkeit. Wenn er bei der Fasnacht war oder beim Fußball, war er kein Fremdkörper, der sich da verirrt hatte. Und wenn er zur Politik kam, hatte er etwas zu sagen, und jeder tat gut daran zuzuhören. Und er gab über 30 Jahre, und da hat Martin Schmidt schon richtig gesagt in seiner Rede, Orientierung und, ich wiederhole es bewusst heute gerne, Antworten, die man gehört hat. Diese Kombination, seine Fähigkeiten in die Fragen der Zeit zu stellen, das ist eine große Gabe. Und das ist etwas, wofür wir auch als Hessische Landesregierung Danke sagen. Als Seelsorger, als Bischof von Mainz, und das Mainzer Bistum liegt zu zwei Dritteln in Hessen. Man muss es immer wieder einmal erwähnen. Es ist eigentlich ein hessisches Bistum, aber auch für seine Arbeit als Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz und für viele, viele gute Begegnungen. Meine Damen, meine Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, also nicht nur, weil wir heute das seltene Glück haben, mal von da bis da und umgekehrt eine freudige, einheitliche Bewertung vorzunehmen, begrüße ich, dass wir das heute Morgen gemeinsam machen, und es ist allemal Anlass bei einer solchen Persönlichkeit, sondern ich will noch einen Gedanken hinzufügen. Kirche und Staat sind zwei verschiedene Dinge. Sie sind aus guten Gründen in Deutschland getrennt, und trotzdem sind sie beide Teil einer Gesellschaft. Das verschränkt uns immer wieder. Und das, was bei dem einen oder anderen geschieht, hat Auswirkungen auf uns alle. Es ist nicht allzu lange her, wo Vorgänge in einem anderen Bistum unseres Landes auch diesen Landtag mehrfach beschäftigt haben. Dort, im Bistum Limburg, haben viele Menschen Sorgen gehabt. Dort ist viel Vertrauen verloren gegangen. Dies nicht zu erwähnen, wäre unredlich. Der Staat hat sich nicht einzumischen in innerkirchlichen Dinge. Aber wenn wir beide Teil einer Gesellschaft sind, sollten wir sensibel bleiben für das, was uns verbindet und was besonders schwierig ist.
Ich empfinde es als ein besonderes Glück. Deshalb finde ich es auch gut, dass wir das nicht einfach so haben vorbeiziehen lassen, dass, wenn auf der einen Seite viel Vertrauen verloren gegangen ist, weit über den Kreis der jeweiligen Gläubigen eines Bistums hinaus, wenn dann auf der anderen Seite wir zeigen können, durch eine Persönlichkeit, die aufgrund seiner Art und wie er das Amt geführt hat, ganz außergewöhnlich hohes Maß an persönlicher Glaubwürdigkeit hatte und für sich, aber was vielleicht noch wichtiger ist, für seine Institution und die Kirche, Vertrauen über viele Jahre erworben hat, dann ist das eine gute Gelegenheit zu zeigen, dass in einem Bundesland, bei allem Respekt vor Trennung von Staat und Kirche, wir zum einen Sorgen hatten und manchmal auch haben, zum anderen aber große Freude und ich sage bewusst auch Dankbarkeit empfinden, wenn eine so herausragende Persönlichkeit es leisten kann, was unsere Gemeinschaft braucht. Katholiken, Protestanten, Gläubige und Ungläubige. Sie braucht gelegentlich ein Zeichen, dass man Institutionen nicht verehren muss, aber dankbar sein muss und dankbar sein kann. Wenn es über Jahrzehnte gelingt, authentisch zu bleiben, wenn es über Jahrzehnte gelingt, Vertrauen zu erwerben und so Menschen Orientierung zu geben. Das ist aus meiner Sicht das Wichtigste für diesen Zwischenruf. Und deshalb sage ich bewusst, Kardinal Lehmann war ein Glücksfall für die Gläubigen in seinem Bistum. Er war ein Glücksfall für seine Kirche. Er war aber auch ein Glücksfall für unser Land Hessen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Ministerpräsident. Bevor wir zum nächsten Punkt kommen, es ist noch eingegangen in Ihren Plätzen verteilt, ein Dringlicher Entschließungsantrag der Fraktionen der CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend Flüchtlinge in Deutschland und Europa menschenwürdig aufnehmen und versorgen, Drucksache 19/3412. Dringlichkeit wird bejaht. Dann wird dies Top 73. Wenn hier keiner widerspricht, können wir nach dem Top 59 der Aktuellen Stunde zu diesem Thema direkt danach aufrufen, ohne Aussprache abstimmen. Ist der Fall? Machen wir so. Okay.